Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin nach dem Ende der letzten Folge zurückgereist, habe meine ganzen Sachen abgeladen und habe Valentine mal einen guten Nick in Power Suit gesteckt, weil ich dachte, ja, wir gehen jetzt sowieso die Burg holen, also wäre das wohl mal angebracht. Außerdem hat er jetzt noch ein paar krassere Waffen bekommen von mir. Ich hoffe, der haut nicht jetzt unsere Waffen auf uns drauf. Ach, wusste ich doch, dass du wiederkommst. Willst du jetzt eine Kreditkarte? Ach ja, der, ich weiß nicht, habe ich den Typ in der Aufnahme drauf? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls ging mega die Hölle los hier und die Bruderschaft hat aufgemuckt und ständig flogen hier Bruderschaftssoldaten um die Ecke und... Okay, von mir aus kriegt die jemand. What? Was zum Fick? Ja, da oben sieht es irgendwie aus, als gäbe es einen Fusionskern. Ich muss nur dann... Das machen wir später mal. Ich muss mir das merken. Okay, gegenüber von den Typen. Ja gut, dann... Also jedenfalls, die Bruderschaft hat aufgemuckt und überall flogen von der Bruderschaft halt diese Wirtibirds rum und also sind halt überall dagegen gekracht und Supermutanten haben ein bisschen gestorben und alles und überall Explosion und Bäm und mega Kriegszustand. Aber ich denke, das wird demnächst sowieso nochmal wiederkommen, weil ich glaube, das war jetzt nicht das Einzige. Wusste ich doch, dass du wiederkommst. Willst du jetzt eine Kreditkarte? Und das ist kein Betrug oder so. Hast du mich das wirklich gerade gefragt? Hältst du mich für einen Betrüger? Meinst du, dass ich es so weit gebracht habe im Leben, indem ich Leute übers Ohr gehauen habe? Ich bin ein Unternehmer. Das hier ist grundsolide. Also der Typ will mir eine Kreditkarte verkaufen, die einen Wert von 100 Kronkorken hat, die man immer wieder aufladen kann. Weil angeblich sich die Leute gedacht haben, ja, Kronkorken sind viel zu schwer, wir nehmen jetzt eine Kreditkarte. Ich denke, das ist ein Schwindel. Ich sage einfach mal ja und knall den danach ab. Dieses Schweigen macht... Hört sich gut an. Ich nehme eine. Hervorragend. Ich nehme dein Geld und du bekommst die Kreditkarte. War toll, mit dir Geschäfte zu machen. Sag's deinen Freunden. Parker Quinn, selbe Ecke, jeden Tag. Volltrottel. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Oder ich guck vielleicht erst mal, was die Kreditkarte macht. Halt. Hier ist es nicht drin. Gibt nur Plastik, ist Schrott. Gut. Da habe ich ja alles richtig gemacht. Arsch. Ich lasse es einfach mal so stehen. Vielleicht war es jetzt eine falsche Entscheidung, ich weiß nicht. Ich habe zum Glück die Waffe die Waffe gemoddet. Und habe die jetzt mal mitgenommen. Sind wir überhaupt richtig? Wir müssen also durch Supermutantengebiet. So wie es aussieht. Ist ja nicht so schlimm, wir haben beide eine Power-Rüstung an. Kommst du, Nick? Das heißt. Oh, eine Brauerei. Okay. Das heißt, das sollte uns jetzt an sich keine Probleme machen. Kronkorken. Ich habe mir auch überlegt, da ich mir mal in der Zwischenzeit ein bisschen was angelesen habe, also beziehungsweise wie ich mal perken will. Ich glaube, wir müssen in der Zukunft... Ich will eigentlich alles perken, das ist so kacke. Ich habe mich ja immer beschwert, dass die Sachen so wenig Schaden machen. Ich glaube, wir müssen jetzt echt mal langsam auf Perks von den Waffen gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich auf Einzelwaffen gehe oder auf kritischen Schaden. Obwohl kritischen Schaden ja nur bei kritischen Treffern... Achso, das kann man auch machen. Bei kritischen Treffern von Bedeutung sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob das auch so das Restaurant Quinnet. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für automatische kritische Treffer gilt. Und nur für kritische Treffer, die wir selbst auslösen, ist so ein bisschen zweifelhaft. Ich würde es gerne machen, aber wir gehen da jetzt nicht rein. Wir haben unsere Mission.
Der werden mir ausnahmsweise mal folgen. Frage ist bloß, wie komme ich da am besten lang? Ich gehe mal ganz brav die Straße lang. Ausnahmsweise. Dass er einmal hier durch hat. So, da vorne ist auch ein Tor. Gut. Gut. Ist doch ein Tor, oder? Nee, ist kein Tor. Aber... kann die Sachen nicht zerstören. Hier kommt man lang, okay. Ich brauche mal ein Jetpack oder so. Demnächst. Dann müssen wir eigentlich auf Waffenbau gehen. Das sind wieder Perks, die ich eigentlich investieren muss. Mann, Mann, Mann. Okay, was gibt's hier? Da leuchtet was. Ich will eigentlich immer lieber ein bisschen hoch gucken. Weil oben, wenn ich von oben halt runter kämpfe, kann ich nicht so überrascht werden. Da kommen wir hoch. Das sieht doch mal interessant aus. So, und warum wir halt jetzt keine Gegner treffen, ist halt einfach, weil ich einmal hier eine Schnellreise hingemacht habe und hier halt einfach die Hölle los war. Ich denke mal, die Bruderschaft hat hier halt schon vieles gekillt. Und das gefällt mir natürlich gar nicht. Jeder Ganove im Commonwealth wird unseren Namen kennen. Ja, das gefällt mir natürlich gar nicht, weil... naja, das ist halt meine Erfahrung. Ich will diese Leute killen. Also Siedler halt nicht, aber... ihr wisst schon. Sieht auch echt aus wie ein Siedler hier. Teerbeere? Komm, ich nehme alles mit. Ich kann so viel tragen mittlerweile. Es macht auch keinen Unterschied mehr. Die armen Siedler. Komm, mein Robo-Buddy. Robo-Buddies retten heute mal den Tag, würde ich sagen. Oder zumindest die Burg. Wenn ich nur wüsste, wo es lang geht. Ich will denn nicht runterlaufen. Ich will da über oben reingehen. Ich habe so ein bisschen Schiss. Ich denke... na gut, ich denke, wir müssen sowieso den Preston vorher treffen, oder? Dann gehe ich halt gleich unten lang. Wenn das Spiel das halt so von mir möchte, mache ich das ausnahmsweise mal so. Aber vorher entspannen wir noch diesen Experten-Safe. Nur weil wir es halt schon mittlerweile können. Bisschen mehr. Okay. Bisschen zurück. Mist. Okay. Noch ein bisschen Grimselkrams. So, und hier können wir jetzt zum Glück ja einfach runterspringen, weil wir ja keinen Schaden nehmen. Hui. So, deswegen habe ich dem auch hier was Eigenes angezogen, weil dann kann er halt auch immer runterspringen. Ach. Guck mal, was da ist. Das ist doch das Luftschiff von der Bruderschaft. Und das soll die Burg sein. Wo ist denn Preston? Ach. Alle sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Nee, nicht wirklich. Das ist... ja, warum brauchen wir den Laden? Was für ein Loch? Naja, die Mauern müssen definitiv mal etwas ausgebessert werden. Ich muss zugeben, die Burg hat schon bessere Tage gesehen. Aber die Minutemen haben harte Arbeit noch nie gescheut. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg. Nein,
Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontaubenschießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und, General, was denkst du? Ich würde sagen, ich locke sie raus, wenn dann überhaupt. In die Zange nehmen, finde ich blöd. Bildet eine Feuerlinie. Ich locke sie raus. Klingt gut. Wir bleiben zurück und lassen sie zu uns kommen. Pass nur auf, dass du da drin nicht plötzlich festsitzt. Okay, Leute. Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann damit umgehen. So viel schönes Zeug. Okay, diesmal scheinen wir auch mehr Waffen zu brauchen. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir auch die Hattenwaffen mitgenommen haben. So. Okay. Dann los in den Kampf, würde ich sagen. Mit Nick. Tommy Gun. Oh, das ist vielleicht mal ganz gut, wenn ich das jetzt gleich mache und das auf die zur Vorbereitung noch halt Waffen. Ich muss natürlich noch ein paar Sachen zurechtlegen. Was nehme ich jetzt erstmal? Splittergranaten habe ich ausgewählt. Gut. Sturmgewehr. Junkjet lege ich mal hoch. Mit dem Dreifach-Raketenwerfer. So. Dann probieren wir es mal zuerst mit dem Junkjet. Wie lade ich den gleich nochmal? Ah. Was tun wir denn rein? Kreditkarte wäre ganz gut. Ich probiere es erstmal hier aus. Worauf schießt du denn bitte? Okay, ich glaube, ich habe verstanden, wie es funktioniert. Dann ziehen wir mal los mit der Kaffeetasse. Oh Gott, das hat jetzt irgendwie gar keinen Schaden gemacht. Ich nehme doch eine andere Waffe. Dagegen... Warte mal, wo habe ich denn hier... Wo habe ich denn? Soll ich doch das Sturmgewehr nehmen? Komm, wir gehen mal mit Raketenwerfer los. Na komm, tschüss! Was nehme ich dann? Sturmgewehr. Ich kann auch nicht draufhalten. So, ich glaube, da kommt noch deutlich mehr auf uns zu. Das kann es nicht alles gewesen sein. Ja, probier's doch. Das wäre jetzt echt blöd, wenn es nur das wäre. Hier muss da jetzt noch irgendwas. Ui,
Das hin! Ganz ruhig! Diese kleine Scheiße! Legen wir los! Das ist rein, denke ich. Zurück, als wir gucken können. Meyerlurk verkriechen sich gerne in alten Gebäuden. Die Wände sind also. So aus. Also, wir machen das wie folgt: Du bleibst hier im Hof und vernichtest alle Eier, die du finden kannst. Der General und ich säubern die Wände. Ja, Sir. Dann mal los, General. So, okay. Was zum. Ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Okay, also wir sollen jetzt praktisch über die Mauern laufen. Ach. Krasser Scheiß. Na gut, dass ich hier das mitgenommen habe, ne? Na gut, dass ich so viel Munition habe. Okay. Ha, hier muss doch noch irgendeine große Blutmutter oder sowas kommen. Wie, du gehst dahin, Preston? Was zum Teufel war das? Das solltet ihr euch ansehen. Hm? Oh, Myler-Königin. Dafür sollte ich vielleicht mal das Ding nutzen. Okay, krass. Ich wusste doch, da konnte noch irgendwas Großes. Kann es doch nicht gewesen sein. Wir nehmen erstmal eine Plasmagranate. Und dann hauen wir volle Kanne mit dem Raketenwerfer rein. Assistmittel, was nehme ich denn da? Hauen wir uns erstmal das rein. Sowas. So eine Malerei. Oh, das wäre auch böse. Energie widerstehen brauchen wir jetzt nicht. Das wäre gut. Das ist auch gut. Was nehmen wir noch? Aber wir haben noch. Guck mal, was wir noch haben. Wir haben noch ein paar Drogen. Dann pumpen wir uns jetzt mal ausnahmsweise voll mit Drogen. Das machen wir ja sonst eher selten. What the fuck? Nein? Kopf. Woo! Ich glaube, dafür hätte ich den Fatman gebraucht. Na komm her, du hast die SP. Na komm her. Komm, du Hässliche! Hey, alle in Ordnung? Ja! Geht's euch gut? Nur bis die Leute da. Sollte nicht. Das war der letzte. Hui, ich bin ja ganz schön beschädigt. Sehe ich jetzt erst. Ja klar, ich habe natürlich hier. Die Musik ist so ein bisschen merkwürdig gerade, ne? Mach mir einfach mal gerade das. Rudd habe ich auch nicht bekommen von der, oder? Königinfleisch.
Okay. So. Okay, gute Arbeit, Leute. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Der General und ich werden uns die Funkanlage ansehen, um festzustellen, in welchem Zustand sie ist. Ihr anderen vernichtet die restlichen Meyerlurks und Eier, die ihr findet. Der hat sich ein bisschen in Luft aufgelöst. Junge, Junge, Junge. Was sollen wir machen? Funkanlage angucken. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sieh mal, was du machen kannst. Ich sehe mich mal um, was sonst noch hier übrig ist. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Wenn der Sender da drüben Strom hätte, könnten wir innerhalb des gesamten Commonwealth senden. Okay, guck mal das an. Dann komm mal, ja. Es legen nicht mehr genug Leute Wert darauf, ihren Prozess Vordermann zu halten. Okay, was soll ich jetzt machen? Ah. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden.